Servus YouTube, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was mit dem Handy los ist. Anscheinend irgendwelche im Hintergrund, irgendwelche Programme. Was das irgendwie, ja, verzögert die Bildaufnahme. Und mal gucken, ob ich das jetzt noch legt. Und ja. Jetzt kommen wir näher an so ein Umspannwerk. Also es ist wirklich tödlich, da reinzulaufen. Ja, hier haben sie schon irgendwas verändert. Aber ich war auch noch nie hier in dieser Ecke. Hochspannung, Lebensgefahr. Du bist extra nochmal gesichert mit solcher Stacheldraht. Hier oben. Ja. Also man sollte wirklich nicht reingehen. Da dürfen wirklich nur die Fachleute rein. Das ist ja auch merkwürdig. Unter der Maschine steht Wasser. Auch ein bisschen merkwürdig. Wasser und Elektrik. Lustig. Anscheinend haben sie das mal neu umzäunt gehabt. Weil das doch sieht sehr neu aus. Aber schon interessant. Guck irgendwie über den Zaun. Also wegen dem Tor sieht es ja doch sehr runtergekommen aus. Da ist nochmal an so ein, keine Ahnung, ob man das sehen kann. Da ist nochmal so eine, ich weiß nicht, ob das eine Temperaturanzeige ist. Ich kann euch nicht sagen, was das jetzt hier vorne ist. Boah, ich bin kein Elektriker. Ja, ich finde es schon interessant. Naja, ich gehe mal weiter. Ja, aber das mit dem Bild, das läuft ja jetzt gerade sehr gut. Keine Ahnung, was gerade eben los war. Ja, ich bin diesmal zu Fuß und nicht wie so wie oft mit dem Auto unterwegs. Und solange es noch hell ist, kann ich noch aufnehmen. Und ja, also es ist jetzt kein Video, wo ich jetzt sagen oder wo ich mich jetzt irgendwie fühle, ich muss das jetzt unbedingt machen, sondern ich wollte schon die ganze Zeit machen, aber ja, ich habe es halt nie gemacht, deswegen, ja, habe ich heute mal eine Aufnahme gestartet und ja, hier sieht es auch wüst aus. Aber so einen eigenen Garten ist gar nicht mal so schlecht. Man kann sich ja sein eigenes Gemüse anbauen. Ja, das ist dann. Dann hat man hier noch so eine Möglichkeit, dass man hier sich ein Häuschen bauen kann. Schon wirklich interessant. Ich hatte ja auch noch vor Frühjahr, wo ich noch in Bünstadt gewohnt hatte, da hatte ich auch so einen kleinen Strebergarten gehabt. Und ich hatte irgendwann mal Lust gehabt und dann habe ich das dann mal irgendwann aufgegeben gehabt. Und ja, es kommt ein Auto vorbei. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bis gleich. Bis tschüss.